Willkommen bei Rheinwürfe TV, dem anderen Kanal, dem Satire-Kanal aus Bruchsal. Heute wieder mit einer neuen Folge des zweiten Bruchsaler Stadtkabaretts Schicke Zeiten online. Ja, das hier ist die frohe Botschaft der Vor-Adventszeit. Brusel dreht nicht mehr am Rad, am Riesenrad, an dem es 4 Wochen lang gedreht hatte. Nicht zu erinnern sich, die Oberbürgermeisterin hat mit einem Geistlichen zusammen der Einsegnung dieser Attraktion beigewohnt. Sie wurde durchs Rad gedreht, aber nicht gerädert, nicht rädern, das war früher mal, das gibt es ja heute nicht mehr. Aber die gesamte Riege der filmenden und fotografierenden Social Media Society hat 4 Wochen lang am Rad gedreht und vor allen Dingen im Rad, nicht Redakteure von Zeitungen und Online-Portalen, egal ob amateurhaft, peinlich oder professionell begeisternd. Alle Facebooker, WhatsApper und Höhenluftschnapper der Umgebung, die Selfie-Elite der ganzen Region war im Bruchsaler Riesenrad. Ja. Und die Marketing-Gurus der Barock- und Spargelstadt, die hatten auch eine Idee und sorgten für den Höhepunkt weinselige Riesenrunden oder riesenhafte Weinrunden. Ich meine, das muss es einfach gewesen sein, nicht? Einen über eine halbe Riesenradrunde hochgedrehten, aufgewühlten und daher besonders vollmundigen, weil mit Höhensauerstoff aufgeschlossenen Spätburgunder über den Gipfeln und den Dächern der Barock- und Spargelstadt zu schlotzen. Welche Geschmackseruptionen im Gaumen sind da im Höhenrausch entstanden? Nicht aber nur ganz kurz, es ging ja gleich wieder Rad ab. Ja. Übrigens gilt in solchen Fahrgeschäften normalerweise nicht ein Alkoholverbot? Was, wenn der ein oder andere im höchsten Drehmoment des Riesenrads und der Gondel die Gewalt über sein Glas verloren hätte? Stellen Sie mal vor, Rotweinflecken in der Warteschlange da unten am Boden, wer wäre für deren Beseitigung aufgekommen? Der Riesenradbesitzer? Das zu verkostende Weingut, das Stadtmarketing, der in der Gondel, der hatte mildernde Umstände, überhaupt keine Frage. Übrigens, vollmundig, ja, Bruchsal und vollmundig passt doch irgendwie zusammen, nicht, oder? Bruchsal ist letztendlich eine Riesenstadt, ja, eine Riesenradstadt wie Wien, Kopenhagen, London, Singapur und Las Vegas, Bruchsal endlich unter seinesgleichen da, wo es hingehört. Ja. Wann findet hier die erste Riesenrad-Weltkonferenz statt? Nicht, das wäre doch ein toller Beitrag, die Stadt international noch bekannter zu machen. Bruchsal lädt ein, Bruchsal, die Riesenrad-Hauptstadt der Welt. Ja, seit Montag ist Bruchsal allerdings eine Riesenradhauptstadt im Ruhestand, denn das Riesenrad bleibt zunächst einmal stehen. Ich meine, es dreht sich erstens nicht mehr, es bleibt aber trotzdem stehen, nicht das neue Wahrzeichen der Stadt im Lockdown, ja, zumindest bis Mitte November. Was aber, wenn das bundesweite koronöse Vergnügungsverbot über den ganzen Winter ausgedehnt wird, ja, wenn das Virus unser Freizeitverhalten bis weit ins Frühjahr oder in den Frühsommer hinein bestimmt, bleibt dann das Riesenrad da einfach stehen für längere Zeit? Da kann es dann nicht woanders geparkt werden? Vielleicht bleibt es sogar für immer? Dieser Fall muss jetzt aber strategisch angedacht werden. Nicht zum Beispiel mit einem Rechtsgutachten, dass es sich beim Benutzen des Riesenrades nicht um öffentliche Vergnügungen handeln kann, sondern um familiär-private Veranstaltungen. Kein Problem, denn in einer Gondel sind nur 4 Personen aus einem Haushalt zugelassen und von Gondel zu Gondel ist der Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Das muss jeweils abgemessen und entsprechend protokolliert werden. Ja. Alle Passagiere müssen sich aber vorher einen Burger besorgen oder einen Souvlaki am Spieß, ein paar heiße Würstchen oder eine riesen Maultasche, um der Innenstadtgastronomie das Überleben auch
zu sichern. Nicht dafür machen die einen riesen Attraktionssonderpreis. Jawohl. Ab dem 11.11. gibt es dann bis Aschermittwoch auch Dampfnudeln in einem kleinen Stand unten irgendwo am Saalbachhafen. Und über Weihnachten liefert eine stadtbekannte Weihnachtströtlerin auch Riesenlebkuchen. Ein benachbarter Bäcker macht Neujahrsbrezel, ebenfalls natürlich im Riesenformat. Nur auf Glühwein muss verzichtet werden, denn heiße Rotweinflecken in der Warteschlange sind viel gefährlicher als kalte Rotweinflecken. Weiter im Frühjahr könnte dann der Spargel eine erneute Attraktion bilden, nicht 5 bis 10 Stangen Spargel pro Person, allerdings mit klarem Wurfverbot. Spargelweitwurf aus der Gondel geht gar nicht. Oder vielleicht doch? Aber dann nur mit Riesenspargel, der jetzt noch schnell zu züchten wäre. Sie sehen, der Kreativität unseres Stadtmarketings sind da keine Grenzen gesetzt. Und wenn Corona es wirklich ernst meint mit Brusel, dann kann die Stadt noch lange Zeit am großen Rad drehen. Aber nur dann. Ansonsten wird man sich weiter ans kleine Rädchen gewöhnen müssen, dass man da dreht nicht. Egal, machen Sie es gut im vorläufigen Riesenruhestand und bleiben Sie negativ.